Jetzt will ich noch sagen, was im DM-Paket drinnen war. Ich habe gesagt, ich habe ein DM-Paket gekriegt und ja, es war drinnen. Also das ist aber ganz lustig verpackt. Ich habe ein Glas mitgenommen. Schon für die Emily. Krieg es raus oder krieg es nicht raus? Und zwar einfach nur Pflaume, Birne, das ist ab dem vierten Monat und die haben mir gedacht, wenn ich einmal einen Brei machen sollte und wenn ich irgendwas dazu mischen kann, kann ich das dazu mischen. Die Elena hat das auch manchmal gern. Ja, manchmal braucht man das halt. Das zweite wieder für unsere Kinder und zwar eigentlich nur für die Elena, weil es ist ab einem Jahr, das sein Bio-Mini-Regel-Mix und da sind verschiedene Mixer drinnen. Einmal ist Banane-Kirsche und einmal Apfel-Banane. Das habe ich gerne in der Handtasche und auf sowas stehe ich total. Und dann habe ich noch genommen vom Babylove die feuchten Waschlappen. Da sind 8 Stück drinnen und die benutze ich sehr gerne für die Kinder. Für beide Kinder kann ich sie jetzt schon benutzen. Am Anfang hat es die Emily noch nicht vertragen, aber jetzt vertragen es beide. Also eigentlich benutze ich es nur noch für die Emily, weil die Elena geht ja aufs Topf, geht zwischen aufs Klo und aufs Topf. Aber die kann man immer gebrauchen und ja. Dann etwas für die Handtaschen. Für die Kinder brauche ich das öfters einmal, also für die Emily brauche ich das öfters einmal. Immer unterwegs sein, ein kleiner Müsli-Riegel. Das ist Birne-Banane. Und die zweite Flasche von diesen Glasflaschen. Ich habe ja schon gesagt, ich benutze jetzt nur noch Glasflaschen. Ich werde jetzt nur noch Glasflaschen benutzen und deswegen habe ich noch zwei gekauft. Elena, geht's dir sonst noch gut? Gut. Und deswegen auf jeden Fall Glasflasche, wieder eine zweite. Die ganze gleiche. Ja, im Internet kann man nur die kaufen und einmal schauen, wenn ihr irgendwo einmal mit einem DM kauft, mal vielleicht noch eine dritte Glasflasche mit einem anderen Motiv. Vom Babylove Stilleinlagen habe ich sehr gern. Ich mag die eigentlich besonders gern, weil sie sind billig, sie bringen ja das, was sie sollen. Und meine Milch hat sich jetzt dann eigentlich eh schon so eingestellt. Wer weiß, ob die jetzt dann überhaupt noch verbrauchen, weil im Moment tue ich das eigentlich gar nicht mehr eine. Aber sonst benutze ich es halt für das nächste Kind. Wenn sie verbockt sein, halten die ja noch lang. Und weil wir die so mega gut gefallen haben, habe ich mir jetzt noch 2 Packungen mit diesen Windeln gekauft. Die haben eine Edition und das ist eine Winter Edition, also eine Limited Edition. Und wer weiß, ob die nächstes Jahr wiederkommen. Und ja, irgendwann werde ich auf jeden Fall benutzen. Dann noch was für die Elena und für die Emily eigentlich gemeinsam, weil wenn sie bald genug lange Haare haben, das sind so ganz, ganz kleine Haarringerlein und so, na wie nennt man das? Hahaha. So kleine Spangerlein und da steht sogar, Achtung, Achtung, Verschluckungsgefahr, kein Spielzeug, auf jeden Fall, aber auf jeden Fall werde ich der Elena in die Haare tun. Und dann haben wir auch noch von, wie heißt das, Sternenzauber, Prinzessinnen Sternenzauber, ein Leicht Camber Spray. Das ist mit einem Pfirsichduft. Und das will ich nicht nur für die Emily benutzen, für die Elena benutzen und für die Emily, sondern auch für mich. Jetzt einmal riechen, wie das riecht. Oh. Oh, riecht das gut. Das ist aber, das riecht wie Pfirsich-Eistee. Da ist das. Schaut wirklich süß aus. Ich bin schon neugierig, wie das ist. Ich werde auf jeden Fall noch sagen, wie das ist. Und wenn es aufgebraucht ist, werde ich sowieso in einem aufgebraucht Video auch noch sagen. Ganz schnell noch, das sind die Löffel, die was ich für die Emily gekauft habe. Noch für den ersten Brei. Und boah, die schreit was zusammen. Das sind 5 Stück und da sind verschiedene Formen drin. Und ich habe jetzt gekauft. Gesehen habt ihr ja mal. Da sind 5 Stück drinnen, die sind für den ersten Brei, weil ich nicht die gleichen benutzen will wie bei der Elena, weil die das schon so zerbissen hat. Deswegen werde ich die jetzt einmal austauschen und ja, jetzt habe ich nämlich die schnell holen müssen und klaufen von der Elena, weil sie mit denen gerade spielt. Ich hoffe, sie zerbeißt nicht die auch gleich wieder. So. Jetzt etwas für mich noch. Ich bin neugierig, ob das was hilft. Das ist ein Ohrenspray und ich weiß nicht ganz genau, was das sein sollte. Aha, das soll Ohrenschmalz lösen. Nicht länger als 6 Wochen darf man das benutzen.
Und das soll einen Schmalz lösen. Jetzt habe ich mir das aber ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, dass jetzt. Ich habe nämlich öfters einmal eine Entzündung, dass es dagegen was hilft. Aber nein, das ist nur um Ohrenschmalz zu lösen, glaube ich. Den Ohrenschmalz kann ich ja mit einem Wattestäbchen ausputzen. Also ich tue das halt, ich weiß, man schiebt damit den Dreck noch weiter rein, aber ich habe das gerne, ich tue gerne ein bisschen drinnen umbohren. Nicht so gerne drinnen umbohren. Ja, jetzt sind wir dem. So, und ich glaube, das sind jetzt auch die letzten zwei Produkte, und zwar sind es Haushaltsprodukte. Und zwar habe ich Küchenschwämme gebraucht und Allzwecktücher, Küchenschwämme für den Tisch wieder am abzuwaschen. Und ich muss das haben. Ich muss den Bagger machen. Musst du? Geh zum Papa. Geh zum Papa, schnell aufs Klo gehen. Ja. Küchenschwämme, Allzwecktücher, man braucht sie immer. Das kann man, damit kann man alles machen. Und mit denen kann man sehr gut Tische und Glastische auch putzen. Und das war's jetzt auch wieder. Ich habe auch noch für die Emily noch Windeln mitbestellt, aber das ist sehr uninteressant. Die hätte ich ja nicht gebraucht. Wow, jetzt darf ich sie euch noch einmal schön sagen. Schaut's her. Die Löffeln finde ich eigentlich sehr hübsch. Ja, sind alle sehr, sehr hübsch. Auch wieder von Babylove. Und was passiert gerade, bevor ein Besuch hat? Es fliegt an. So ein Backerle, das ist ein anderes. Voll mit diesen kleinen Kugeln runter. Jetzt liegen überall. In der ganzen Küche. Auch am Boden. Man sieht das jetzt nicht von der Kamera. Drückt das alles, diese kleinen Punkte, das sind diese Kugeln. Die liegen überall verteilt. Und die Elena hat sich jetzt auf die geschmissen und sammelt sie ein zum Glück. Jetzt muss ich ganz schnell Staub saugen. Und der Staubsauger, ich habe schon gestaubsaugt und wir haben den da. Von da ist ein Handstaubsauger im Moment noch herunter und jetzt habe ich gerade die ganze Ladung aufgestaubsaugt, sozusagen. Und jetzt muss der erst einmal aufladen. Eigentlich wollte ich noch das Klo lieber aufstaubsaugen und jetzt muss ich Rina auch noch einmal aufstaubsaugen. Wieso passiert mir das? Genau, jetzt an. So, Kuchen fertig. Er ist jetzt nicht exakt, von mir ist leider die Schokolade ausgegangen, aber meine Güte. Prinzipiell jetzt ja. Normalerweise hätte er total voll sein sollen mit Schokolade, aber wenn man jetzt genug Schokolade zu Hause hat, das ist halt nur so. Wir werden jetzt noch essen und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und seht euch, bis dahin!